Moin Moin und herzlich willkommen in Eddys Modellwerft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Worum geht das heute? Es geht heute um den Graf Zeppelin. Ich habe wieder Post bekommen und zwar Ausgabe 20 bis 23. Ja, ich habe mir schon mal einen Überblick verschafft, wie ich das mache. Also ich werde erstmal anfangen zu bauen und dann werde ich euch mal zeigen oder werde ich euch zeigen, welche Ausgaben ich jetzt alles in einem Zug durchmache, also aneinander koppel, oder welche Ausgaben ich etwas also alleine gestalte. Dadurch wird dieses Ansappeln vielleicht bei den einen oder anderen Ausgabe, ich schätze mal bei der 22, bei der 23, weil da sehe ich sehr, sehr, sehr viele Kleinteile, wird das vielleicht passieren. Aber vielleicht ziehe ich auch durch in ein Stück, sage euch immer Bescheid, wenn die neue Ausgabe kommt und dann wollen wir mal sehen, wie es weitergeht. Ja, starten werden wir wieder mit einem Rumpfteil und zwar dem unteren. Und ja, ich werde den Grafen ja so bauen, wie es in der Anleitung ist. Ich werde dort nichts verändern, weil er ja hat keine Altersspuren oder sowas gehabt, weil er wurde ja gar nicht zu Ende gebaut. Wir bauen allerdings den ersten Grafen für Deutschland. Ja, so kann man das ungefähr nennen. Ja, dann werde ich mal nicht lange rumfackeln und dann gehen wir gleich auf den Basteltisch. Und nur noch mal einen kleinen Blick auf die Rückwand. Ich habe jetzt schon mal so ein bisschen meine Hintergrundkulisse auf die graue Flotte eingestimmt. Natürlich wird das auch bei meinen anderen Projekten so sein. Ja, aber da kommt, die Wand wird dann weitergearbeitet, dass ich dort eine schöne Einheit habe, da wo denn fertige Schiffe hinkommen und alles andere, was nicht im Blickfeld ist oder noch nicht, das dauert noch ein bisschen, das wird alles Bauprojekte sein. Ja, also wie gesagt, da wird dieses Jahr wahrscheinlich doch ins Land gehen. Ich muss ja erstmal noch ein paar Modelle fertig werden. Ja, der Graf wird nicht dazu gehören, weil wir sind ja erst bei Ausgabe 20. Da haben wir erst 140 Ausgaben kriegen wir. Da brauche ich noch gar nicht anfangen mit Bruchrechnen. Okay. Ja, wenn euch das gefällt, wie ich den Grafen zusammenschraube und klebe, dann könnt ihr natürlich gerne meinen Kanal abonnieren oder auch Mitglied werden. Das würde mich natürlich besonders freuen. Ja, dann gehe ich jetzt rauf, bewaffne ich mit Kleber und mit Schraubenzieher und dann gattert los. Heißt ja nicht Schraubenzieher, Schraubendreher. Hey, bis dahin, tschüss aus Eddys Modellwerft. So, jetzt sind wir bei dem guten Stück. Also wir wollen heute eine Grundplatte einlegen, damit er etwas stabiler liegt. Das hier ist noch alles ganz lose obendrauf. Das habe ich nur so reingetan, damit das nicht kaputt geht. So, und wie gesagt, es dreht sich hier um dieses Loch, was wir schließen. Kleine Anregung. Macht als Untergrund irgendwie ein Tuch oder Handtuch oder eine Filzmatte oder wie auch immer, dass euch die Unterteile nicht zerkratzen. Das ist nur sowas von meiner Seite. So, jetzt als nächstes setzen wir diese Platte ein. Das geht natürlich ratzifatzi. So, und dann giftet ein Schraubenzieher, Schraubentrecker, wie Mario immer sagt, oder Schraubendreher, wie es richtig heißt. So, ich gucke dann, dass es die richtige Größe ist und dann geht das los, dass ich als erstes vorne links und hinten rechts erst einmal eine Schraube fixiere, damit mir da nichts irgendwie abhanden oder kaputt gehen kann. So, und wenn ich die nämlich links und rechts sozusagen drin habe, dann kann da auch mal nichts passieren, wenn man irgendwie gestört wird oder wie auch immer. Oder man muss einen Kaffee trinken gehen oder so. Aber so lange dauert dieses Teil hier auch nicht. So, und das machen wir jetzt mal ganz fix los. Oder in diesem Falle fest. Ich habe vorher die Schrauben immer in ein bisschen Schneidöl eingetaucht, also nur eingetupft. So ein bisschen mit einem Zahnstocher habe ich das an die
ans Gewinde reingemacht. Darum flutschen die mir jetzt auch ein bisschen aus den Fingers. So. Also ich mache da nicht allzu viel ran, wirklich nur einen kleinen Tropfen. Also man merkt das kaum an den Finger. Aber manchmal flutschen die doch so weg. So, hier vorne. Na, hier vorne ist dann im vorderen Bereich auch aufpassen, dürft ihr nicht vergessen. Das ist die Verbindung zu dem vorderen Stück. Und dann werde ich euch gleich noch mal zeigen. Bei den Abos war ein Geschenk mit dabei. Und zwar ein etwas größeres Flugzeug. Schade, dass sie da keine Infos zu beigepackt haben. Ich habe mir das alles durchgelesen. Der Karton war leer. Da muss ich jetzt ein bisschen raten, welches Flugzeug das ist. Aber ich hoffe, dass ich gute Kenntnisse der Flugzeuge aus dem Zweiten Weltkrieg habe. Ja, und hier ist die eine Schraube, die wieder über ist. Und damit haben wir dieses Teil fertig. Ja, und das ist das Flugzeug, was geschenkt wurde. Ich nehme mal an, das ist die Me 109. Die ist aus Metall. Und da ist das Katapult auch dafür. Ach, da steht das drauf. Das ist gut. Ja, 109. Und ja, das finde ich recht schön. Kann man hier auch ein bisschen bewegen hier. Und ist eine tolle Beigabe. Kann man denn beim Grafen irgendwie davor oder dahinter oder wie auch immer hinstellen. Ich werde mir dieses Modell erstmal wieder zusammenpacken. Und wieder in den Karton reintun. Das ist dieser. Das bekommen allerdings nur diese, die ein Abo abgeschlossen haben. Also, wer noch gerne ein Flugzeugträger bauen möchte, der kann sich auf dieses kleine Flugzeug freuen. Ich finde das eine schöne Beigabe, so als Dekozweck und so weiter, kann man auch woanders hin tun, vielleicht auch über den Grafen irgendwie einmal hinhängen oder so, aber ich werde es wahrscheinlich einfach daneben an hinstellen. Ja, und damit haben wir auch schon die Ausgabe 20 soweit erledigt. Da ist dann also nichts bei dabei gewesen. Und ich mache mich jetzt ran an die Ausgabe 21. So, jetzt habe ich Ausgabe 21 vor mir liegen. Dort wird jetzt das Katapultdeck gemacht. Eine kleine Änderung. Ihr habt ja jetzt hier dieses Holzdeck und dieses Plastikteil. Bisher hat das immer gemacht. Einfach abziehen und raufkleben. So, jetzt empfehlen sie zweierlei. Einmal mit Sekundenkleber zu arbeiten. Ja, und dann hier punktuell etwas angeben, damit das dauerhaft bleibt. Oder mit Kontaktkleber. Sie schreiben hier transparenten Kontaktkleber. Ich habe leider keinen transparenten. Jeweils glaube ich nicht, dass... Nee, das ist ein bisschen gelblich. Ich nehme mal an, dass sich der ein oder andere sich vielleicht beschwert hat, dass die Decks sich ablösen. Also was bei mir, bei meinen ganzen Modellen, sei es Titanic oder auch jetzt hier von Grafen und so weiter, das bisher noch nicht passiert ist. Das kommt wahrscheinlich deswegen, weil ich die ganzen Teile vorher immer ein bisschen anschleife. Ja, und trotz alledem werde ich dieses Anschleifen trotzdem weiter beibehalten. Und ja, ich werde das dann auch machen mit dem Kontaktkleber. Den Kontaktkleber werde ich aber nur ganz dezent aufgeben, weil meiner ja leicht gelblich ist. Und trotzdem werde ich diese Flächen jetzt hier ganz kurz anrauen. Wie gesagt, ich habe da ein gutes Ergebnis gehabt. Man sind auch große Flächen und auch bei meiner Titanic hat sich bisher da noch nichts gewölbt. Sie schreiben natürlich dauerhaft,
Damit meinen sie natürlich auch wahrscheinlich die anderen Jahre, wo das Modell der länger steht. Ja, und bei mir steht das ja noch nicht so lange. Aber wie gesagt, dann wollen wir den auch ein bisschen Folge leisten. Wie gesagt, ich raue meine Sachen immer ganz kurz trotzdem weiter an. So, bisschen alles runterblasen oder einmal ganz kurz abwischen. So, kann man auch ein anderes Tuch nehmen, außer das T-Shirt. Hat sich so ergeben. So, jetzt werde ich hier ein bisschen Kontaktkleber raufgeben. Bei Padex Kontaktkleber ist der Nachteil, dass das ein bisschen ablüften muss. Die schreiben hier so 10 bis 20 Minuten. Ja, so lange haben wir natürlich keine Zeit. Und ich mache das jetzt wirklich ganz, ganz dünn. Muss natürlich auch aufpassen, dass ich hier an den Kanten das mache. Und dann wische ich so den ganzen obersten Kram einfach weg. Die haben mir zwar einen schönen Spachtel gegeben, den würde ich aber ganz gerne so sauber behalten, dass ich die Decks schön plan rauflegen kann. So. Und für mich ist ja auch wichtig, dass als in erster Linie die Kanten immer schön dran sind. Das ist ja das Wichtigste. Und ihr könnt es dann auch mal wieder hochnehmen. Was ihr natürlich da machen müsst, ist, die haben hier ja jetzt auch viele kleine Löcher. Und da kommt ja sicherlich irgendwas rein. Das müsstet ihr dann gleich mit einem Holzstäbchen von dem Kleber ein bisschen befreien. Weil Padex macht das dicht und dann ist das dicht. So. Und jetzt geht mein Padex wieder in Ruhestand. Und wenn man Padex an die Finger kriegt, das macht gar nichts. Das kann man schön runterrubbeln. Ich mache das jetzt hier nur ein bisschen glatt streichen. Und dann könnt ihr das nämlich so alles vom Finger runterrubbeln. Das ist also nicht schlimm. So, Tuch geht natürlich auch. Aber ich kenne das ja von meinen Schiffen, bei der Zweitbeplankung, bei meinen Holzmodellen. Da verwende ich auch immer Padex. So. Jetzt gucke ich mal, dass ich hier irgendwo einen Zahnstocher, einen Two-Stickers habe. Da habe ich einen. Und dann mache ich in der Zeit, wo das alles jetzt sozusagen antrocknet, mache ich hier mal die Löcher wieder frei. Weil die sollen wirklich nicht dicht kleben. Einige sind ganz durch. Ihr seht, dass das schon so ein bisschen anzieht. So. Und hier auch. Da ist auch einer zu. Da ist was drunter. So, und hier auch Löchlein. Öffne dich. So. Und jetzt werden wir nach alter Gewohnheit hier wieder die Folie abziehen. So, das wird natürlich jetzt recht schwierig. Erstens an mit den ganzen Löchern und zweitens mit dem dünnen Teilen hier. Da müsst ihr jetzt 100%. Ich gehe erstmal davon aus, dass alles ganz wunderbar läuft. Was mich jetzt zum Beispiel schon wieder stört, ist. Ah, gut, also stört mich nicht. Wo soll man denn da am besten anfangen? Die sagen, man soll an der Seite anfangen. Ja, das ist natürlich, könnte von Vorteil sein. So. Dann werde ich mir das mal so machen, dass ich hier die eine Hälfte und diese Seite mache. Und dann drehe ich mir den ganzen Vogel hier hin. So, und jetzt kommt diese dünne Leiste darauf. Achten da drauf, auf die Löcher. Nachteil bei diesem Kontaktkleber, wenn der jetzt sozusagen Kontakt kriegt und klebt, dann ist das fest. Bei der anderen Version hattet ihr noch ein bisschen Chance zu reagieren. Bei dieser Version ist Reagieren sinnlos.
weil der, wenn er Kontaktkleber anzieht, dann ist das Ding fest. Ihr könntet natürlich jetzt auch noch eins machen. Ihr könntet euch das teilen, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid mit den ganzen Teilen. Ihr könnt das nämlich nicht mehr korrigieren. Aber das sieht eigentlich bis jetzt ganz gut aus. So, und hier könnt ihr noch ein bisschen, so ein bisschen ziehen. Aber verzieht die ganze Kiste nicht, weil ihr müsst immer in die Löcher kommen. Und die Seiten müssen hier auch ordentlich rankommen. So, und jetzt nehme ich den Spachtel hier und gehe damit schön an die Kanten. Ich finde das toll, dass sie es dabei gepackt haben. Hätten sie vielleicht bei der Titanic auch machen können. Aber die ist ja theoretisch schon Geschichte. Und ich passe jetzt davon auf, dass das nicht, dass ich nicht mit dem Spachtel da oben drauf komme. So, kann ich da einmal und hier einmal. Und schön die Kanten auch damit festmachen. Sonst habe ich immer meine Fingernägel ein bisschen strapaziert. Jetzt habe ich hier so ein tolles Teil. Und ihr natürlich auch. So. Und hier auch so richtig schön in die Ecken reingehen. Dass das alles fest ist. So. So, das haben wir. Das geht in die gelbe Sack. So. Jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, jetzt habe ich das, jetzt haben wir es das. Und die Löcher sind einwandfrei, sind die frei. Und dann blätter ich jetzt mal um. Ne, ihr seht, ich kann das so ein bisschen runterruppeln, wo es jetzt noch ein bisschen frisch ist. Aber ich schätze mal, dieses System werde ich ja die ganze Zeit durchmachen. So, und das nächste Deck wird wahrscheinlich hier oben anstoßen. Darum muss die Stoßkante auch schön sein. Und da sollte kein Kleber rausrubbeln, rausquillen. Das könnt ihr jetzt beheben, indem ihr so ein bisschen daran vorsichtig längs geht mit einem Cuttermesser oder ja, macht das meinetwegen auch so mit einem Schraubenzieher wie ich. Ich habe den gerade genommen, weil er so eine schöne Spitze hat. So. So. Keine Welle, kein Nix, kein Bums, kein Tralala. Ja, ich habe nur gesehen, dass dieser Schaber, irgendwie habe ich das Gefühl, oder ist das so die Schattierung vom Holz, ein paar Spuren hinterlässt, aber naja, okay, gut. Ja, warum das weiß ist, das weiß ich leider nicht. Ich schätze mal, dass dort die Flucherkennung später rauskommt, dieses böse Teil, was wir Deutschen nicht zeigen dürfen. So, und jetzt drehe ich die Kiste um und habe das so vor mir liegen, dass ich diese Aussparung oberhalb von mir habe und da muss ich ein paar Teile einkleben. Und zwar 21D, da muss ich mal ganz kurz zurückblättern. 21D, das ist dieses Teil. Und 21E sind das die drei Teile. Das ist 21F, das ist also dieses hier, das aussieht wie eine Kiste, hat auch zwei Löcher und die beiden kommen dort dran. Das wiederum könnt ihr ganz normal mit Sekundenkleber nochmal fixieren. Die schreiben davon nichts, aber ich mache mir hier auf die Zapfen, mache ich mir da ein bisschen drauf, nur so ein bisschen. Und dann mache ich das Teil da fest. Oh, das geht ein bisschen schwer.
ich da mal so eine Flachzange nehmen. Vorsichtig. Also ich merke gerade, das genuppt da ein bisschen. Vielleicht brauchtet ihr da auch gar keinen Sekundenkleber. Aber ich mache das, weil es ja ein Teil ist, was oben ist. Nicht, dass das wieder rausfällt. So, und jetzt kommt 21D. Das ist dieses Teil. Das kommt jetzt, muss ich das wieder umdrehen, hier ran. Das will ich dann einmal so anpassen, dass auch alles so... Ja, da ist so eine kleine Kurve, weil da irgendwie was durchkommt. Aber ich glaube, ja, das ist fest genug. Selbst mit einer Zange kriege ich das nicht raus. Also lasse ich das so. Also kein Sekundenkleber. So, dann habe ich jetzt hier diese zwei Plättchen. Die muss ich einmal rausholen. Das könnt ihr mit einem Cuttermesser machen. Geht ziemlich dicht an die Kanten ran. Und macht am besten immer, also ich mache das immer, wenn ich die Nut oben habe, also dieses festgesichte Teil, dann nehme ich das immer ganz gerne nach oben. Und wenn die weiter unten ist, dann drehe ich mir das Teil ganz einfach um. So. Jetzt kann man die Teile ganz kurz den Grat abmachen. Einfach nur mal einmal hin und zurück. Dann ist der Grat weg. Man kann es auch fühlen, da ist noch ein kleiner Pixel. Wenn man gut abgeschnitten hat, was ganz, ganz selten passiert, weil sonst nimmt man da auch wieder ein bisschen Material weg. Ich schleife das lieber ab. So, jetzt soll ich das umknicken. Entlang des Falzes, ja. So. Also hier haben wir den Falz. Und den Falz zeigen Sie da auch an. Auf der anderen Seite ist er nicht. In Richtung des Falz. Also der Falz muss euch angucken. Und dann hier andere setzen und einfach so ein bisschen hochbiegen. Ja. Und zwar im 45 Grad Winkel. Ha! Das sind 45 Grad. Mal gucken. So, wo sollen die Teile denn ran? Ah, die kommen da rauf. Jetzt drehe ich das Teil wieder um. Jetzt kommen diese beiden Kästchen zum Einsatz. Da sind so zwei solche Knupsis drin. Soll das dick und dünn heißen sein? Ich will mal eben gucken. Die könnte ich auch so reindrücken. Also ich gehe mal davon aus, dass die nicht allzu dick sind. Aber weil der noch ein bisschen Pattex drumherum eiert in den Löchern, ist es natürlich schön stramm. So, und da an der Seite sind zwei Knupsis dran, so zwei Vertiefungen. Und da kommen diese Teile rein. So, die müssen wir ein bisschen mit Sekundenkleber festmachen. Na, dann macht ihr hier auf die beiden Zapfen. Macht bitte euer Modell, zieht das beiseite, so wie ich das eben gemacht habe. Denn Sekundenkleber ist ja manchmal ein bisschen komisch. Da kommt mit einmal so ein ganzer Schwung raus und dann tropft das eventuell aufs Deck und das wollen wir ja nicht. So, und diese Kante kommt dann dort rein, in die Zapfen. Jetzt brauche ich mal ein Tuch. So. Also ich sage das immer wieder. Jetzt habe ich mein Dings verloren, da ist es. Von der Detaillierung
bin ich wirklich momentan begeistert. Ich hoffe, das geht weiter so. Wie gesagt, bei der Titanic hätte ich mir solch eine Detaillierung an manchen Stellen gewünscht. So, und jetzt kommt dieses Teil dahin. Das mache ich dann auch einmal ganz kurz. Na? Will er nicht rein? Drin ist er. So, dann wollen wir gucken. So, was möchten die Herrschaften jetzt? Jetzt soll ich das alte Teil, jetzt muss ich mal ganz kurz aufstehen und meine Grabbelkiste holen. Und jetzt soll der Katapult, also ich habe bei dem Katapult jetzt mein Flugzeug abgenommen, weil sowas geht ja sonst mit der Zeit kaputt. So, also ich habe hier jetzt den Katapult. Jetzt drehe ich meine Kiste wieder um. Und zwar so rum. Und den Katapult habe ich so und muss ihn so rauflegen. So auf diese Teile. So, dann habe ich hier ein paar verschiedene Schrauben, und zwar in dem vordersten Bereich, in diesen hier, kommen die JP-Schrauben, und im hinteren Bereich kommen die GP-Schrauben. Fragt mich jetzt bitte nicht, warum das so ist. Ist einfach so. So, genau. Das mache ich jetzt. Wie gesagt, GP, das hält sich dafür für Plastikschrauben. Das P steht für Plastik. Zieht die also gerade eben fest und dann sind sie fest. Also nicht bombenfest. So, jetzt will ich hier mal gucken, ob ich da auch mein Knupsi getroffen habe. Ja, habe ich. Weil es ja dieses Seitenteil und führt die auch richtig gerade rein und versucht sie nicht aus Versehen irgendwie schräg zu machen oder so. So, jetzt brauche ich die anderen, die GP-Schrauben. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, wo die hin müssen. Na nü. Die sollen dahin. Aber ich sehe da gar kein Unterloch. Ah, sind aber fest. So, und auch da von diesen beiden Schraubenstücken haben wir eins über. So. Das haben wir fertig und ah ja, hier ist die Führung für. Na, wollen wir mal gucken, wie das alles so funktioniert. So haben wir jetzt den Katapult. Und wie gesagt, das war denn Ausgabe 21 und ist damit erledigt. So, wir fangen jetzt an mit der Ausgabe 22. Da haben wir viele, viele Kleinteile und wir beschäftigen uns weiter mit dem Flugdeck. So, als erstes kommt einmal dieses Teil, also die LED, und ich habe gesehen, so einmal ganz kurz ranhalten, das funktioniert. Dann kann man den Tester wieder beiseite packen. Ich gehe jetzt mal konform, ich gehe jetzt mal andersrum in der Anleitung, weil ich habe gesehen, man muss es umdrehen und hindrehen. Ich mache jetzt erstmal nur die Lampe an und dann werde ich mich für das Oberdeck beschäftigen. So, wenn die Lampe bekommt, die ist so zusammengewickelt. Wickelt sie bitte so ab, wie sie ist, und zieht da nicht einfach dran, sondern auch diese kleinen Wellen, die macht ihr einfach so ein bisschen gerade. Und nachdem ihr das gerade gemacht habt,
dann testet ihr das Ding bitte, ob nicht irgendwo sich ein Kabelbruch eingeschlichen hat. So, und jetzt geht das mich los. Als erstes kommt dieses Teil so hin. Da ist hier auch eine kleine Nut da. Da soll das Kabel raus. Und bitte auch richtig rumdrehen. Und zwar so, dass euch die LEDs angucken. Dann passt das da nämlich auch durch. So, dann kommt dieses Plättchen darauf. Das ist das Plättchen 22L, was sich momentan ein bisschen wehrt. Das kommt mit dieser Riffelung nach unten, wird dort drauf gesetzt und dafür brauche ich zwei JP-Schrauben. Übrigens, diese Schrauben, die bewahre ich mir grundsätzlich alle auf und irgendwann, wenn das Modell dann irgendwann mal fertig ist, dann erst schmeiße ich sie weg. Aber es kann mal sein, dass man das immer noch mal braucht und ich tue das dann in die Tütchen wieder zurück. Und wenn ich natürlich von mehreren Schrauben was habe, dann werde ich die immer dazu tun. So, das ist jetzt die Abdeckung hier. Und jetzt werde ich mich einmal mit den Aufbauten beschäftigen. Dafür drehe ich das dann um. Und zwar brauche ich als erstes diese beiden Kästchen und die kommen in die ersten beiden Löcher rein. Ich gucke jetzt mal. Auch da werde ich jetzt ganz gerne einen kleinen Tropfen Sekundenkleber nehmen und den mache ich nur an die Zapfen dran. Nicht an den ganzen Vogel, um Gottes Willen. Dann quillt das wieder links und rechts raus und dann gibt das hässliche Flecken. So, und dann einmal angucken und randrücken. Also wirklich ganz sparsam mit dem Sekundenkleber. Ihr könnt euch auch irgendwie eine Nadel oder einen Stift in Drähtchen reintun, dann kommt da nur ein Tropfen draus. Oder ihr macht das mit einem Zahnstocher oder mit einem Drähtchen oder so. Das ist euch ganz überlassen, wie das so funktioniert. So, die Kistchen müssen mal ein bisschen eingenuppen, dann sind sie in der Fassung drin und dann ist das alles so fertig. So, das habe ich gemacht, das habe ich auch gemacht. Jetzt habe ich natürlich eins vergessen. Ja, wenn der Eddie immer so schnell ist, dann schleichen sich mal wieder ein paar Fehler ein. So, ich werde das noch mal ganz kurz lösen. Und da kommt diese Metallplättchen. Das bitte unbedingt. Oh, sag mal, warum kriege ich das nicht hoch? Das wird hier reingetan. Das kommt da drunter. Und dann erst kommt das Plättchen rauf. So, das sind sozusagen die Lämpchen, die das alles besser nach unten scheinen. Sonst scheint das bei der LED links und rechts aus. Hat vielleicht so eine Funktion als Lichtleiter oder sowas. Aber dazu später. So, jetzt drehen wir die Kiste wieder um. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt soll ich da wieder eine Schraube randrehen. Setzen Sie ganz vorsichtig links Flugdeck. Hä? Hab ich doch. So. Jetzt bin ich, ich bin auf der ganz verkehrten Seite. So. Aha. Also, ihr nehmt euch das Teil, was ich eben gerade in der Hand gehabt habe. Das ist das Teil 22C. Und das wird auch mit einer Schraube festgemacht.
habe immer auf den anderen Teil geguckt. Auf diesen hier. Mensch, da ist es doch schon fest. Huiuiui. Einmal eine kleine Orkanböe. So, und das haben wir dann auch erledigt. Ja, und hier ist wieder diese berühmte Schraube über. Die geht wieder ins Tütchen und weg. So. Ja, nicht denken, dass ich erkältet bin oder so. Nein, hoffentlich nicht. Scheint nur meine werdende Sommerallergie zu werden. So, jetzt habe ich hier zwei kleine Ecken. Und zwar einen kurzen und einen langen. Den muss ich ja schon wieder umdrehen. Na gut, okay. Also machen wir hier erstmal unten fertig. Und zwar kommt der, jetzt muss ich mal mich selbst orientieren, auf diese Seite. Ups, nicht aus Versehen rausholen. So, dieser hier kommt hier, der wird hier an der Seite eingeführt, da in dieses Löchlein und hier in den Stift. Und dann mache ich mir nur hier in diesen Stift ein bisschen Sekundenkleber. So ganz bisschen unten und ein kleines Dröppchen da oben. Und dann versuche ich das irgendwie da einzuführen. Bin heute so aufgeregt. Das funktioniert gar nicht so richtig. So. Jetzt ist er drin. Das ist auch, wie gesagt, so eine Verstärkung. Trägerverstärkung oder so. So, dann will ich das gleich mal vielleicht mit einer Pinzette nehmen. Vielleicht geht das dann besser. Glaube ich zwar nicht, aber man weiß ja nie. So, wieder hier unten und unten am Zapfen ein bisschen. Wirklich, wirklich ganz minimal. Und den mache ich jetzt gegenüberliegend hier ran. Und einmal reinklipsen. So. Wenn da ein bisschen was ausgetreten ist, macht das immer gleich weg. Man sieht das zwar nicht, aber weil es ja von unten ist, aber das macht nichts. So, jetzt lege ich das erstmal, glaube ich, beiseite und jetzt kommen diese großen Röhrchen. Ja, ich habe da sehr viel Probleme gehabt, mit diesen ganzen Teilen auseinander zu kriegen. Weil die schreiben dazu immer, dass es die und die Teile sind, aber man weiß nie, ob es die großen oder die kleinen sind. So, 22E, das soll ich hier nehmen und 22G. Und jetzt nehme ich 22M. Das sind die etwas größeren, ne? Genau, das sind diese hier. Also von diesen Tönchen habe ich 4 Stück. Und da soll ich jeweils, die haben hier auch so einmal rund ausgeschnitten und da haben die so eine kleine Nut. Und die Nut hat das Tönchen auch, dass man da wirklich nicht verrutscht. Und das mache ich jetzt auch mal. Da mache ich jetzt mal wieder meinen Zahnstocher. Und dann mache ich mir auf irgendwo auf dem Plastik oder so meinen Sekundenkleber. Und dann mache ich hier so ein bisschen an die Kante, so ein bisschen unten am Rand, bisschen Sekundenkleber ran. Und da habe ich mein Teil und das führe ich dann da ein. So. Restluftflaschen werden zusammengebaut. So, und wenn ich das richtig entnehme, ich habe 4 Stück, mache ich 2 mit den großen. 2 mit den großen. Das wiederum sind die 22E. Und 2 mit den etwas kleineren, das ist 22F. So, da wollen wir ihn ganz kurz schauen, wie wir das hinkriegen.
Eins mache ich an die Nutzung klein, Sekundenklebertröpfchen, und ein mache ich gegenüber. Und dann füge ich die einfach zusammen. Na, ganz so einfach ist das auch nicht. So. Und dann gucke ich da richtig, dass ich die beiden nicht durcheinander kriege. So wie es auf dem Bild ist, lege ich sie mir auch hin. Hier habe ich die mit den F gemacht. Und jetzt mache ich die beiden anderen mit den etwas kleineren. Denn so eigentlich kann man diese Teile nicht unterscheiden. Sie sehen eigentlich gleich aus, aber sind ein bisschen kleiner. So, da ist so ein komischer Grat drauf. Aber die Knöpfe oben haben die gleiche Größe. So, wie gesagt, wieder einmal vorne und einmal hinten. Und dann schiebe ich den wieder darauf. So, ganz darauf. So, das gleiche machen wir jetzt hier auch nochmal mit den letzten. Dann gibt es das gleiche wahrscheinlich in etwas kleiner nochmal. Das werde ich dann ohne euch machen und dann nur noch zeigen, wie ich das sozusagen auf dem Deck verleime. Aber dazu später. So. Also das ist so eine kleine Friemelei. Ups. So. Und das, wie gesagt, sind die 22E und das sind die 22F. Ah ja, jetzt kommt dieses Röhrchen und da kommt die Dingenskirchen. Auch das Röhrchen hat hier so einen Zapfen. Und ein Zapfen ist hier ja noch über. Und dann macht ihr von jeder Sorte ein Zapfen. Also eine so eine Kugel mit der Platte, die ihr vorher gemacht habt. Oder ihr nicht, sondern ich. Und dann steckt ihr den darauf. So. Jetzt quillt ein bisschen was raus. Das wischen wir dann gleich weg. Erstens A, gilt das denn so komisch aus? Und zweitens klebt das Teil nachher an den Fingers. Ihr könnt auch so einen kleinen Tropfen da reinmachen. Wie gesagt, ein von links und ein von rechts. Und dann passt es. Ihr seht das richtig, dass dieser große hier ist und der kleine da. Ich weiß jetzt, ja, ist egal. Wenn man das andersrum macht, ist auch wurscht. Man kann die ja dann drehen. So, und dann machen wir das mal zügig weiter. Einmal hier und einmal da. So, und dann haben wir die Teile schon mal fertiggestellt. So, die werden auch gleich verbaut. Das ist immer gut. Und zwar, ich lege das so rum, dass diese beiden Stücke, die rausragen, dort vorne sind, und dann kommt einer hier hinten und einer da, und der mit den längeren kommt hier hin und der mit den kürzeren kommt dahin. Und das werde ich dann auch mal gleich tun. Na. So. Ein Tropfen hier und ein Tropfen da, also braucht ihr wirklich nicht zu viel. So, und die könnt ihr gut reindrücken in das Teil. So. Jetzt ist er fest. Wieso ist er schräg? So.
Der ist doch gerade gegenüber, ne? Ja, genau. So, und hier dieses Ding, das muss ich da oben durchführen. Das muss mich da drunter. Und da müsst ihr auch vorsichtig sein. Das Kabel muss hier unten drunter. So. Und dann könnt ihr das schön daran führen. Und dann können wir das Teil da rankleben. Auch wieder so ein klein bisschen Sekundenkleber an den Zapfen. So, am besten ist, ihr könnt es dann so ein bisschen von vorne nehmen. Da seht ihr, ob die Zapfen dann vernünftig drin sind. Und dann ist das gut so. So, dann haben wir die jetzt auch schon wieder verbaut. Ja, und als nächstes kommen davon drei etwas kleinere. Die werde ich mal achteran ran ohne euch machen. Und ich werde euch nur zeigen, wie die reingesetzt werden. So, jetzt habe ich hier diese kleinen Zapfen fertiggestellt. Ich habe mir das diesmal ein bisschen einfacher gemacht. Und zwar, ich habe diese Scheibe, das ist nämlich 21i, die habe ich einfach nur raufgesteckt, weil hier hinten war ja ein Zapfen. Den habe ich dann mit Sekundenkleber gemacht und mit dem Röhrchen dann verbunden. Das gleiche auch von der anderen Seite. War also ein bisschen einfacher. Das könnt ihr hier mit den großen Teilen auch machen. So, und diese Teile, die ich jetzt hergestellt habe, die waren im Prinzip genauso wie die großen. Wie gesagt, ich habe da nur zusammengesteckt und nur hier zwischen da bei diesen Zapfen habe ich ein bisschen Kleber reingemacht. Die kommen hier vorne hin. Darum schiebe ich mir mein Teil auch gleich so hin, damit ich mit meinen Wurstfinger da so auch überall komme. Denn das waren ja viele Druckluftbehälter. Ich nehme mal an, dass die ganzen für die Katapulte und so weiter gewesen sind. Denn der aufmerksame Bauer bei der Prinz Eugen und bei der Bismarck, die haben ja auch solche zwei Druckluftbehälter gehabt, die am Katapult waren. So, jetzt will ich noch mal gucken. Da ein ist ein Böden. Ja, da kommt nicht ganz hin. Der muss aber rein. So, jetzt sind sie alle drin. Alle drin, alle dran, alle drum. Ja, sitzen ein bisschen eng. So, aber so funktioniert das. So, und damit haben wir diese Ausgabe. Ich habe keine Teile mehr über. Die Ausgabe 22 haben wir damit erledigt. So, als nächstes machen wir hier auf dieser Seite weiter. Und zwar, da habe ich drei solche kleinen Kistchen. Die sollen wir jetzt auch wieder ins Deck bringen. Ich nehme mal an, das sind irgendwelche Munitionskisten oder so oder Gerätekisten. Was man alles eben halt so braucht. Na, Munitionskisten vielleicht nicht. Weil wenn die so direkt an Deck stehen, ist ja die Gefahr, dass sie gesprengt werden, unheimlich schnell. So, also ich sage jetzt Werkzeugkisten oder sowas dazu. Oder vielleicht Tampen oder sonst irgendwas. Irgendwas war da bestimmt drin. So, das war ja eine schnelle Nummer. So, das geht. So, jetzt drehen wir die Kiste wieder um. Und jetzt machen wir die beiden Stützen, die ich jetzt hier auch irgendwo habe. Eine kurze und eine lange. Die kommen jetzt genau gegenüber. Und zwar hier haben wir die lange und da haben wir die kurze. Das ist das gleiche wie auf der anderen Seite. So. Das ist jetzt einmal die lange, die kommt hier ran. So, und dann wird die da so ein bisschen
angeeckt und er knupst die da rein. No, die kommt da an diese Seite ran, da vorne. Und die andere kommt natürlich gegenüber liegend auch ran. Ihr müsst immer mit der Pinzette so ein bisschen ranführen. Also hier in das Loch ist ja recht einfach. Aber da das Ganze ja nun schräg steht, müsst ihr den von hinten so ein bisschen ranführen, bis er ins Loch eingedoppt. Mit Gefühl und dann geidert und dann passt das auch. So, das habe ich jetzt gemacht. Jetzt lege ich mir den Vogel erstmal beiseite. Jetzt geht das zu den nächsten Presslustflaschen. Und zwar braucht ihr da diese drei großen, diese drei kleinen. Und dann habe ich 6. Na, das hätten sie in der vorigen Aufgabe auch machen können. Da haben sie diese Teile schon sozusagen mitgegossen. Und dann habe ich da logischerweise 6 kleine. Und ich habe mal wieder ein paar Plättchen. So, die werden diesmal nämlich hintereinander gesetzt. Oh, ich sehe gerade ein Kästchen habe ich darüber, aber das kann ich gleich setzen. So, jetzt wollen wir mal ganz genau schauen. Als erstes nehmen wir uns so ein Plättchen. Und dann nehmen wir uns den großen. Da ist auch wieder so ein Schnappes drin. Könnt ihr das so sehen? Ich weiß gar nicht, ob der jetzt scharf stellt. So ein Schnappes ist da drin. So eine kleine Ecke, eine Nut. So, da kommt der rein. Diese Nut hier vorne, die muss nach außen zeigen. Und dann kommt da auch der kleine schon dran. Und wie gesagt, ich versuche das jetzt mal ohne zu kleben, so wie ich das bei den anderen gemacht habe. Oh, da ist aber stramm drin. Mann in der Tünne. So. Ja, den brauchen wir wirklich nicht kleben. Die ziehe ich so weit rein, bis in die Nut rein. Und da kommt vorne, also in diesem Falle vorne, weil ich da den großen habe, kommt natürlich das große Röhrchen. Und ach, dann beim Lütten kommt das Lütteröhrchen. So, und das mache ich jetzt mal. So, dann mache ich hier an den Schaft nur einfach so einen kleinen Tropfen Sekundenkleber ran. Viel braucht ihr da nicht. So, und dann machen wir den kleinen dort achtern. Auch da ist die Nut dran. Da müsst ihr so ein bisschen gucken, ein bisschen drehen. Und dann ist das fest. Na, die Nut ist immer nach oben. Und dann kann man es vielleicht so vorher schon mal so ein bisschen ausrichten. So, und da haben wir das schon fest. So, das Gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite. Und zwar einmal den hier oben rein und einmal den Lütten. Vorhin hat er sich ein bisschen gewehrt. Ja, auch der ist ein bisschen, ja, der ist auch ein bisschen stramm drin. Ich werde mal erst den kleinen reinfriemeln. So. Den habe ich jetzt drin und ups, halt ihn fest. Bloß nicht Teil abhanden kommen. Das gibt sonst Megger. So. Und sonst hier wieder ein bisschen Kleber ran. Nicht zu viel. Oben wieder das dicke Röhrchen und die Nut nach oben führen. Also die ist immer, also von mir aus gesehen, ist sie immer nach oben gezeigt. Es kommt darauf an, wie ihr das Gerät habt. Also wenn ihr hier diesen Schnipsel habt, der nach oben zeigt, dann ist die Nut, die auch in dem Röhrchen drin ist, ne, da ist sie, die ist immer nach oben gezeigt. So, so ein bisschen randrücken, dann können wir das kleben lassen oder fest werden lassen. So, und auf zum nächsten. So, machen wir erstmal die Lütten fertig. Oh, die Lütten sind wirklich stramm drin. So, klein aber oho. Und jetzt hier den großen, der geht wesentlich besser rein. So, dann kann man das hier schön festhalten. Und dann da so einen kleinen Tropfen dran. Und wie gehabt, oben das große Röhrchen, unten das kleine Röhrchen. So, und dann passt das. So,
in der Reihenfolge, ne, damit das wegen der Trocknungsphase, nehme ich den jetzt und der ist jetzt auch schon wieder fest. Und dann machen wir das ganze Prozedere, nämlich wieder von vorne, nur dass wir die eben halt zusammenfügen, die Teile. So, den Lütten, den schieben wir da wieder rein. Ihr seht momentan nur mein Hände. So habe ich das jetzt reingeführt, ne? Und hier fügen wir da den großen rein. So, und das gleiche passiert jetzt wieder. Dass ich den da unten und da oben und dann drücke ich das einmal zusammen und dann habe das Teil fest. So, erste Teil ist fertig. So, ne, dann nehme ich jetzt das zweite Teil. Wie gesagt, hier drehe ich rum, hier ist die Kante, oben kommt der große, unten ist der kleine. Ne, der kleine wird hier eingeführt in das Löchlein. Komisch, die ganze Zeit hat es funktioniert, nur diesmal nicht. So, da hängt er fest. Und jetzt mache ich den großen ebenfalls hier und dann hängt er da fest. Das halte ich mir jetzt auf der anderen Seite fest und dann kommt ein kleiner Tropf drauf. Achtet darauf wirklich nicht so viel, ne? Und dann werden die wieder zusammengefügt und dann haben wir hier den großen und den kleinen Druckluftbehälter. So, den haben wir auch fertig. So, jetzt ganz schnell die andere Sache, die letzte. Und dann wollen wir schauen. So einmal. Hier einmal. Ups. So, dann halten wir das wieder fest, den großen nach oben, damit wir immer so eine Erinnerung haben, dass die Zapfen denn dadurch auch nach oben sind. Und dann fügen wir den einfach zusammen und dann hüpfen wir den fest. So, dann haben wir die Seite schon mal erledigt. Da schreiben Sie noch mal ganz genau, was das alles ist. Und ich habe mir jetzt schon gedacht, die kommen jetzt genau hier hinter. Wie rum ist eigentlich erstmal egal. Ich sehe, dass die Zapfen alle gleich groß sind. Und da mache ich auch nur ein bisschen Kleber an die Zapfen dran. So, und jetzt einmal hier und einmal da. Das geht ruckzuck. Und jetzt hier einmal. Zack. So, und da jetzt diesmal nicht zack. Warum nicht? Komisch, komisch. Der will nicht so mit zack. Was ist da verkehrt? Keine Ahnung. So, jetzt aber zack. So, und damit haben wir diese drei Teile auch wieder angebracht. So, jetzt haben wir wieder hier so ein Kabel, das auch wieder ganz vorsichtig so ausrollen, dass sich keine Knicke und so weiter passieren können. Das könnt ihr dann auch vorher ganz kurz an das Gerät dran halten. No, und es leuchtet. Ihr könnt es wieder abmachen. Und das kommt hier rein. Als erstes das Glasplättchen. Ah, das ist bestimmt die Beleuchtung für oben. Und dann kommt das mit den LEDs
auch nach oben mit den beiden, die hier über die Löcher sind. Und die eine LED, die guckt euch an, kommt das hier rauf. Und dann gibt es eine KP-Schraube. Und da sind bestimmt zwei drin. Ja, genau so ist es. So, dann wollen wir eben gucken. Und das Kabel soll nach 8ern führen, so wie die anderen auch. So. So, wichtig ist, dass die beiden LEDs, die hier von unten sind, nach unten zeigen und die eine LED, die zeigt hier rund, damit das untere Teil beleuchtet wird. So, und damit haben wir dieses Teil erledigt. So, was mir jetzt noch fehlt in der ganzen Aufregung, das hatte ich ja gesagt, habe ich ein Kistchen vergessen. Das hatte sich unter mein Heftchen versteckt. Das werde ich dann noch flugs schnell anbasteln. So, das ist hier. Ja, und damit ist das auch schon wieder erledigt, die 23 und somit auch die letzte Ausgabe. Ja, ihr Lieben, jetzt heißt es wieder 4 Wochen auf die nächsten Ausgaben warten. Ich glaube, ich hoffe, dass das Video nicht allzu lang geworden ist. Ja, und ich sage jetzt erstmal tschüss, bis in 4 Wochen. Bleibt gesund und wie gesagt, wenn euch das alles gefallen hat, wie ich den Grafen zusammenbaue, dann könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und ich sage, wie gesagt, tschüss bis in 4 Wochen und dann sehen wir uns wieder mit den Graf Zeppelin.